Und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Titanfall mit dem Gamecard, irgendwie Timecard, irgendwas bei Origin. Wir haben 48 Stunden, dann können wir das Bestmöglichste aus diesem Spiel rausholen. Es ist jetzt schon das zweite Mal und privates Spiel ist Beta. Wir müssen jetzt hier irgendwie alle wieder von vorne anfangen. Titanfall spielen, Training. Training haben wir ja gerade, also wir sind ja gerade total top durch die Dings durch. Privates Spiel ist gerade noch in der Beta. Wir wollen einfach mal Titanfall spielen. Und ich weiß schon, hier nochmal ganz kurz die Einstellungen, mit denen ich spiele. Ich habe eine 660 GTX, ja, und einen 4-Kern, also falls da mal die Fragen aufkommen. Und ich möchte jetzt einfach mal so Titanfall ein bisschen spielen. Das Ding ist natürlich Titanfall spielen. Ja, das sind jetzt wieder irgendwie so Dings. Ich möchte jetzt gerne ich möchte jetzt eigentlich verlassen. Also private Lobby. Ich möchte jetzt eigentlich, ja, ich möchte zurück zum Hauptspiel. Ich möchte jetzt eigentlich dieses Story-mäßige da. Store? Nee, das ist Store. Das ist Einführung. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, wieder. Jetzt glaube ich, habe ich wieder das Gleiche. Das ist wieder das Gleiche. Ich will spielen, ja, ich will spielen. Und ihr solltest doch eigentlich auch so eine Art Singleplayer-Kampagne geben. Okay, du spielst zwar trotzdem mit den anderen Schnaggern da im Verein mit bei, aber das wollte ich jetzt einfach mal spielen, so, ne? Titan Loadouts. Pilot Loadouts. Was ist das? Ah, ja, okay, da können wir ja dann noch auswählen, wie unsere Bewaffnung ist. Ob wir den Schützen Dings und den müssen wir nachher erst freischalten. Training brauche ich nicht. Beta, privates Spiel wird verbunden. Ich denke mal, da spielen wir vielleicht sogar nur gegen Bots oder so, ne? Also das wollte ich ja jetzt eigentlich nicht. Genau, Karte bespielen, Spielmodus, Match-Einstellungen und so. Nee, das ist es ja nicht. Das will ich nicht. Wenn, dann will ich natürlich gegen echte Menschen zocken. Es kann natürlich auch sein, dass die jetzt echt diesen Story-Modus rausgenommen haben, oder? Oder ich bin jetzt einfach zu blöd. Oder ich bin einfach zu blöd, den Story-Modus jetzt zu finden. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal Dings. Ich denke mal, Todgeweiht. Ein Spieler pro Team wird als Todgeweiht markiert. Töte das feindliche Ziel und schütze deine Spieler vorgestellt. Der Spielmodus nur vorübergehend verfügbar. Hm. Das ist jetzt irgendwie die Frage so, vielleicht wisst ihr das ja denn auch, wo denn bitteschön das Dings ist. Wo ist bitteschön das ganze, die Story-Kampagne? Also ich bin noch nicht wirklich gekloppt. Oder die haben hier aus dem Timecard, wenn du hier das Timecard-Ding machst, dann haben die das rausgenommen. Das kannst du natürlich auch haben, ne? Und dann würde ich jetzt einfach sagen, dann zocken wir jetzt einfach mal Trains Gelände Materialschlacht und gucken einfach mal, ob genügend dafür irgendwie reinkommt. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wo der Unterschied zwischen der IMC ist und der anderen Fraktion. Das war in der Beta auch noch nicht so ganz so klar. Wer da vielleicht ein bisschen Bescheid weiß, kann ja mal eine kleine Info in den Kommentaren da lassen. Wie gesagt, wer es jetzt noch nicht erkannt hat, ich spiele Titanfall in diesem besonderen Timecard-Modus, sage ich jetzt einfach mal, von Origin. Da hat man dann halt eine bestimmte, meistens sind zwei Tage, 48 Stunden, Zeit, dieses Spiel zu spielen und dann das wird ist eine Materialschlacht. Verlieren Sie alle feindlichen Einheiten. So. Ja. Oh, hier kommen wir aber schon in einen. Also hier kommen wir ja schon in ein fertiges Spiel mit rein. Komm, jetzt holen wir uns mal so einen Titan. Schnucki. Genau. Alter Schild. Schalte um auf Pilotensteuerung.
ich habe jetzt irgendwie gerade so einen kleinen Soundproblem. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Ich höre nämlich immer so ganz komische Geräusche halt. Vielleicht irre ich mich auch einfach nur. Aber eigentlich war das ja auch so gar nicht gewesen in der Beta. Da hat man ja sich das ausgesucht, dann hat man gewartet, bis die nächsten da waren. Und das ist eigentlich auch nicht dieser Modus. Ich kenne diese Karte eigentlich auch gar nicht. Ich habe die im Dings auch gar nicht gespielt. Natürlich. Ich habe hier irgendwelche kleinen Soundprobleme. Achtung! Wir erlassen. Müssen wir jetzt kurz mal hier reingehen? Nee. Irgendwie hat das Spiel jetzt gerade irgendwelche Soundprobleme. Wir wurden von einem abgekittelt mit der Smart Pistol, Alter. Ich muss trotzdem immer sagen, irgendwie irgendwas haut hier noch nicht hin. Was denn? Auf ihn! Ich glaube, man muss auch oben da auf dieses, ne, raufdallern. Jo, unseren ersten Teil zerstört, Alter. Was? Pilote erfasst dich? Nee. Ich glaube, ich muss nach der Folge hier, glaube ich, auch erstmal halt voll neu starten. Ich wollte eigentlich. Oh, ein Pilot erfasst mich. Ein Feindpilot attackiert mich. Stufe 2. Achso, das war einer von uns. So, irgendwas muss man einfach mit anfangen. Keine Ahnung, das war jetzt irgendwie noch ein bisschen schräg gewesen und ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz das Spiel neu starten und dann mal gucken, ob sich das denn mit dem Soundbug irgendwie wieder beheben lässt. Ich bin also gleich wieder da und
So, das machen wir jetzt noch ganz kurz mit. Schon mal eine Stufe aufgestiegen. Neues Piloten-Loadout verfügbar. Und wie gesagt, ich bin dann gleich wieder zurück, wenn wir dann nochmal hier versuchen. Nahkampf bin ich jetzt, okay. Dass ich hier mal irgendwie, irgendwie hinkriegen, so. Mal gucken, ob ich das irgendwie geschnallt bekomme. Aber obwohl, warum ganz. Ja, wir haben schon 10 Minuten aufgenommen. Vielleicht mache ich daraus jetzt auch einfach nur mal eine ganz kurze Episode. Und guck einfach mal, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie hinkriegen. Also es muss ja auf jeden Fall irgendwie so sein, dass ich die Möglichkeit habe. Es war ja auch so mit der Story gewesen so. Und dann hat man halt zwar, so habe ich das irgendwie vernommen, irgendwie das spielen können. Hm. Keine Ahnung. Irgendwie war es so. Ja, keine Ahnung. Ich werde es mal versuchen rauszufinden. Und wir sehen uns dann hoffentlich ohne irgendwelche Soundprobleme in der nächsten Version, in der nächsten Folge Titanfall wieder. Ich werde jetzt, wie gesagt, mehrere hintereinander aufnehmen. Also ich werde es nicht schaffen, gleichzeitig die Kommentare zu beantworten. Aber wie gesagt, ich werde versuchen, so viele Titanfall-Movies dafür zu machen. Und ihr könnt auf jeden Fall schreiben, ob ihr da vielleicht ein bisschen mehr sehen wollt. Also ich hätte sonst auch nochmal die Möglichkeit, das günstig nochmal zu herrschen und vielleicht noch ein bisschen was zu bringen darüber, falls es euch interessiert. Also ich bin jetzt erstmal raus und wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video guckt. Und wie gesagt, ne, Kommentar, Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Also bis dahin und... Tschüss.